Sparpolitik scheint heutzutage die einzige Antwort zu sein, um die Wirtschaftskrise in Europa zu beheben. Trotzdem werden die Menschen immer ärmer. Automatisierung im Fertigungsprozess und Vermögensanhäufung bei Finanzinstituten verändern unser Verhältnis zur Arbeit. Eine stetig ansteigende Produktivität steht immer geringer werdender Erwerbsarbeit gegenüber. Die Arbeitslosenquote nimmt zu und es gibt keinen Anspruch auf angemessen bezahlte Arbeit mehr. Die gute Nachricht ist, dass die Gesellschaften nie zuvor so viel Wohlstand generiert haben. Doch dieser Wohlstand wurde von uns allen erbracht. Trotzdem ist er sehr ungerecht unter den Menschen verteilt. Wir als die europäischen Bürger haben eine Alternative anzubieten. Es ist keine neue Idee, aber jetzt ist die Zeit gekommen, sie umzusetzen. Sie heißt das bedingungslose Grundeinkommen. Haben Sie schon davon gehört? Noch nicht? Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 besagt, jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung und ärztliche Versorgung. Notwendige soziale Leistungen sollen das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit gewährleisten. Hier ist es, das bedingungslose Grundeinkommen soll allgemeingültig, individuell, bedingungslos und hoch genug sein, um eine Existenz in Würde und eine Teilnahme an der Gesellschaft zu gewährleisten. Dieses neue grundlegende Recht für Menschen würde nicht nur das Elend ausrotten, es ist auch dafür geeignet, nicht kommerzielle Tätigkeiten wie zum Beispiel Künstler, Eltern und Ehrenamt zu fördern. Aber es ist auch eine wirtschaftliche Maßnahme. Ein bedingungsloses Grundeinkommen für jeden bedeutet die Unterstützung der örtlichen Wirtschaft. Daher würde es uns ermöglichen, unser aller Menschenrechte auszuüben. Wie finanzieren wir es? Ganz einfach, wir haben mehrere Vorschläge. Besteuerung von hohen Einkommen und Finanztransaktionen, eine Konsumsteuer auf Luxus- und umweltschädigendes Verhalten und hauptsächlich selbstfinanziert. Durch die Vereinfachung einer sehr langen Liste von Sozialleistungen und deren Dienstleistungen, welche überflüssig geworden sind. Was wir vorschlagen, wäre erheblich einfacher, gerechter und durchschaubarer. Jeder erhält ein bedingungsloses Grundeinkommen, ohne es beantragen zu müssen. Am Ende liegt es bei Ihnen, ob Sie arbeiten wollen, um zusätzlich Geld zu verdienen. Wir Bürger der EU haben nun als Europäische Bürgerinitiative eine offizielle Petition gestartet, um die europäischen Behörden zu veranlassen, unser Programm umzusetzen. Wie geht es nun weiter? Als erstes müssen wir mindestens 7 Länder erreichen. 15 Länder sind bereits der Kampagne beigetreten und bereiten sich vor, Unterschriften zu sammeln. Andere werden hoffentlich folgen. Die Europäische Kommission muss unsere Vorschläge prüfen, wenn wir 1 Million Unterschriften zusammen haben. Falls angenommen, werden Studien zu den verschiedenen Modellen beauftragt, um die Höhe des bedingungslosen Grundeinkommens zu ermitteln. Wir müssen durch örtliche Kundgebung und durch das Aufmerksammachen unseres Freundeskreises von dieser europaweit wachsenden Idee erzählen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und besuchen Sie unsere Website unter basicincome2013.eu, um die Petition mitzuzeichnen.